Okay. Nichts Falsches denken hier. Leute, ich bin Desi und willkommen zu einem neuen Video. Wundert euch nicht, wenn ich heute ein bisschen komisch drauf bin. Ich bin wegen dem Coronavirus wirklich verwirrt gerade. Irgendwie, mein Gehirn kann das gerade nicht verarbeiten, was hier gerade passiert. Das ist alles sehr viel gerade. Euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Aber ich dachte mir so, Leute, vielleicht ist es auch ganz geil, wenn wir uns ein bisschen ablenken können. Und ein bisschen sinnlosen Quatsch machen können. Wie zum Beispiel mal wieder ein Barbie-Make-up-Tutorial nachschminken. Yay! Yeah! Und es gibt zwei Barbie-Make-up-Tutorials, die ich noch nicht gemacht habe. Unter anderem ein Löwen. Make-up und ein Valentinstags-Make-up-Tutorial. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, welches von beiden ihr eher sehen wollt. Und tatsächlich habt ihr euch für das Valentinstags-Make-up-Tutorial entschieden. Ich habe auch in das Video reingeschaut und ich war mega verwirrt. Ich glaube, ungefähr so verwirrt wie mit dem Coronavirus. Wir gucken uns das jetzt einfach zusammen an. Ich habe hier schon meine Utensilien für das tolle Valentinstags-Make-up. Ein Monat verspätet, wohlgemerkt. Vorbereitet und ja. Ich habe tatsächlich am Valentinstag Geburtstag. Hätten wir es mal da gemacht und ich hätte mal so an meinem Geburtstag rumrennen sollen. Das wäre cool gewesen. Ey, Barbie hat einfach pinke Haare. Ich glaube, Barbie ist auch in so einer mega komischen Phase gerade. Vor allem ist hier mal wieder ihr gutes altes Hashtag Pace. Ich weiß, ich glaube, sie wollte, dass das so ihr Ding ist. Okay, let's go. Hey, everyone. Welcome to my first vlog of 2020. I can't believe it. I'm so excited. This is my favorite time of year. Das war ihr erstes Video im Jahr 2020, einfach Mitte Februar. Ja, Barbie, das üben wir nochmal hier mit dem YouTube-Kanal. Valentine's Day. I like a lot of holidays, right, Chelsea? Yep. That's super weird, yes. Sauce Day, Static Electricity Day, Haste Day, Origami Day. Hä, da chillt auch eine? Ah ja, die kommt gleich hinzu. Das ist nämlich ihr Collab-Partner für den Tag irgendwie. But today, I thought it would be really fun if we did two super simple makeup tutorials for Valentine's Day. Uh-oh. Yikes. Hey, Stace, you okay? You might want to come here. Okay, so, well... Irgendwas ist passiert. Barbie ignoriert's einfach komplett. I deal with that. Skipper! What? I am doing a... Wie sie es einfach eiskalt ignoriert, was mit ihrer Tochter gerade ist. Voll gemein. Makeup tutorial vlog. Ah, what's up, peeps? For Valentine's Day. Oh. Yeah, yeah. Right. You in? You want to be my mama? Oh, das bin ich als Barbie. Sure. So, was macht sie da? Warum ist das so weird, dieses Video? Oh. Also, weil sie ein Model ist. Bogen, 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 Bogen. Okay. So, this first look is called Tiny Hearts, and I'm going to demo it on Skipper, and then I will post all the instructions. Es ist halt auch super präzise gut nachgeahmt, diese Collab-Situation, wie eine redet und die andere nebenbei irgendwelche Handzeichen macht. Ich glaube, ich mache das auch immer, also bei den Handvoll Collabs, die ich bis jetzt gemacht habe, dass man so nebendran sitzt und nicht weiß, was man sagen soll, deswegen gestikuliert man da so komisch mit irgendwie, was die Person gerade sagt, so. Ja, und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, du bist selber so. Oder zu kommentieren, du bist selber so. All you need for this look is a black eye pencil and a pink or red lip pencil. Okay, black eye pencil habe ich hier and a pink or red lip pencil. Okay, wir nehmen dieses Bordeaux. Was Besseres habe ich jetzt nicht. And then I'm gonna start with the pink pencil and I'm gonna make little circles like that. Hey, Barbie. Hä? Hi, Cat. Wie, little circles like that? Die hat einfach nichts gemacht. Die hat einfach nur in die Luft gemalt. Hey, Barbie. Hi, Ken. Did my phone just accidentally call you? Hey, this is super weird. Hey, it's not so bad. What's not so bad? Okay, Barbie, ey, einfach fast die Hälfte des Videos ist vorbei und sie hat einfach nur nichts gemacht. I use the pink lip pencil to make three circles. Okay, okay, das macht sie jetzt auf dem Bäckchen. Okay, okay, ich krieg das hin. Ey, Leute, mal wieder, ich stelle mich so an. Das ist ein Tutorial für ganz kleine Kinder. Daisy, das kriegst du hin. Okay. Irgendwie so ein Lifehack, um Herzchen zu malen, von dem ich irgendwie mein Leben lang nichts wusste. Das wäre echt ein Gamechanger. Then I connect the circles like this. Einfach die Kreise connecten. Ja. Sieht eher aus, als wäre ich besoffen gerade. Irgendwie glaube ich, ich wäre besser dran, wenn ich die Herzen normal male, aber gut. Okay, is connected. Oh, das sieht echt nicht wie ein gutes Herz aus. And fill in here and here to make the heart come together. Okay, einfach ausfüllen. Ich weiß nicht, Leute. Wie beurteilen wir dieses Herz? Geht so, ne? Then I outline the heart with the black eyeliner. Oh, shoot.
Oh, shoot. Okay, das mache ich jetzt hier so dreimal an jeder Backe. Ich finde, irgendwie sieht das nicht so geil aus. Das sieht so unsauber aus, Mist. Also ich habe das jetzt hier wieder mit ihrer Drei-Punkt-Strategie gemacht. Ich glaube, ich mache hier mal eins freihändig, um zu gucken, ob das wirklich ein Lifehack ist. Den Test müssen wir hier noch machen. Ihr müsst ja auch irgendwas aus meinen Videos mitnehmen können. Und was meint ihr? Das ist mit ihrer Strategie und das ist ohne. Ich finde, das ohne sieht sogar besser aus. Aber gut, wir machen einfach weiter mit ihrer Strategie. Ich will ja Barbie nicht enttäuschen hier. Aber die Deppenversion, um Herzchen zu malen. Wie sehen diese drei Punkte wie so Atomdinger aus? Das sieht einfach wie die heftigste Sauerei ever aus. Oh nee! Hä, Mama, habe ich das denn so verkackt gerade? Ich weiß nicht, wie es in der Kamera aussieht. Das sieht einfach schrecklich aus gerade. Es sieht wirklich schrecklich aus. Das wird immer dicker. Naja. Sieht eher aus, als hätte ich irgendwie so einen komischen Hautausschlag oder so. Irgendeine Krankheit oder so, oder? Next! Mascara. So I'll put a little mascara on, just to make the eyes stand out. Like that. Like that! Ja, wir haben es auch in zwei Schwüngen und dann ist meine Mascara drauf. Bei mir dauert das 3 Jahre, weil ich eine Wimpernzange brauche. Um genauer zu sein, muss ich sogar meine Wimpernzange erstmal mit einem Föhn anföhnen, damit die besser auf meinen Wimpern hält. Also was bei Barbie 2 Sekunden dauert, dauert bei mir wirklich 3 Jahre gefühlt. Ah, heiß. Ah, das ist immer noch heiß. Ich verletze mich einfach bei dem Barbie-Make-up-Tutorial, okay. Okay, Chelsea, now for the lips. First, I'm applying light pink lip color all over the lip. After all over the lip. Okay, wie sie alle immer diese Zeichen machen. A light pink lip color. Die denkt auch, wir haben alle Lippenstiftfarben der Welt zur Verfügung, ja. Yeah. Huh. Ich hab hier dummes Light Pink nicht. After you apply the pink lip color, you take a red lip pencil to make this look really pop. You just outline really pop. Here and here. Man sieht nichts. And down to the bottom lip. Ah, next. Genau, die macht nämlich jetzt einfach ein Herz auf ihren Lippen. Ja, weil das sieht gut aus, Leute. Bestimmt. Ich finde das voll hässlich. Next, take bright red lip gloss, just fill in the outline and ta-da! Okay, das wird richtig gut aussehen, Leute. Ta-da! Oh. Ich sehe hässlich aus. Ich komme nicht drauf klar. Das sieht so weird aus. Chelsea, das ist great. Selbst Barbie sieht ein bisschen weird aus, muss ich sagen. Wer würde am Valentinstag so rumlaufen? Ich stelle mir nur gerade vor, wie ich so ein Date habe und einfach so ankomme, ja? Alright, you guys ready? Mm-hmm. Okay. Happy Valentine's Day! Hey! Peace! Ken! You're still on the phone! Aber das ist ein Twist eigentlich. What? Der Gedanke, dass Ken die ganze Zeit noch zugehört hat. So geht Barbie mit Ken auf ein Valentinstags-Date. Barbie, du hattest mal bessere Zeiten. Ja, das sieht tatsächlich wie die Herzkönigin von Alice im Wunderland aus. Aber ich glaube nicht, dass man wie sie rumraufen will, weil die ist doch der Bösewicht. Okay, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Look haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht ein Abo oder ein Like da zu lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, mua. Mua. Nicht, dass ich hier meine schönen Herzlippen hier noch verschmiere, ne? Deswegen, mua. 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 Ach so, und steckt euch nicht an, Kinders. Und bleibt gesund. Peace.